Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei Serafina Tarot. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich möchte für dich heute wieder die Karten legen. Und ja, meine Legungen sind zeitlos. Ja, wann immer du sie siehst, ist sie für dich aktuell, weil es dann eine Information gibt, die du unbedingt hören sollst. Wir wollen heute mal reinschauen, was das Universum dir hier sagen möchte, wo die Tendenzen sind, was dich weiterbringt. Liebes Universum, ich bitte um klare Botschaft hier für meine Zuschauer, für meine Abonnenten. Bitte eine Karte der klaren Botschaft, bitte jetzt hier in der Liebe. Na, die wollte erst, aber dann wollte sie doch nicht. Dies soll sein. So. Das Herz heilen. Warum kommt diese Karte? Ich habe es hier mit einer Person zu tun oder mit einigen Personen, einige von euch, die hier ja Schmerz, Herzschmerz haben. Ja, eventuell sind es vergangene Verletzungen, die natürlich dazu führen, dass wir im Herzen verletzt wurden, dass wir ja, Negativerfahrungen gemacht haben, Traumata gemacht haben. Die einen sind relativ schnell raus, die anderen haben lange ausgehalten. Und das Herz ist im Endeffekt als ja, letzte Instanz das, was in unserem, ja, das ist der Bereich der Emotionen. Ja, dann, wenn wir verletzt werden, dann ist unser Herz, unser Herzzentrum, da, wo die Emotionen herkommen, da, wo das Fühlen herkommt, ist sozusagen angekratzt. Ja? Das heißt, wenn das Herz verletzt ist, können auch die Gedanken nicht gut sein. Das heißt, unsere Gedanken formen sozusagen dann auch unser Handeln. Ja? Verbitterung ist oftmals ein Thema, ja, oder Wut. Wut kommt oft aus einem verletzten Herzen. Ängste kommen aus einem verletzten Herzen. Das Herz heilen ist hier eine sehr, sehr wichtige Sache und es ist etwas Aktives, was wir tun müssen. Denn wenn unser Herz nicht auf der richtigen Frequenz schwingt, ja, können auch Dinge nicht zu uns kommen. Ganz wichtig. Ja, das heißt, hier ist der Fokus darauf, deine Verletzungen zu heilen. Warum sage ich das? Wenn wir zum Beispiel, wir lernen jemanden kennen, es ist ein total toller Typ, ja, und wir sagen, wow, das ist ein total netter Mensch und ich finde ihn total klasse. Und du triffst dich mit dem und du triffst dich erste Mal mit ihm, vielleicht ein zweites Mal mit ihm und auf einmal kommen solche Punkte, wo es auf einmal so triggert. Ja, auf einmal kommt etwas und es triggert dich, weil du immer noch Verletzungen da drin hast, die vielleicht verheilt sind. Es blutet vielleicht nicht mehr, aber es ist immer noch eine Narbe da. Es ist noch nicht ganz verheilt, es ist eine Kruste da. Jeder kennt das, ne? Wenn du irgendwo eine Verletzung hast und du gehst da drauf, das tut weh. Ja, und kurz oder lang wird ein jeder Partner, ein jeder Mensch da drauf fassen, auf diese Wunde. Und wird dich treffen. Das heißt, es wird wehtun. Und dann ist der Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen erst heilen. Dann können wir in etwas Neues hineingehen. Weil alles Alte wird uns dann triggern. Alles, was je gewesen ist. Und das ist relativ einfach. Ne?
Ich sag mal, ich habe das jetzt mal aus dem eigenen Leben. Ich hatte eine sehr, sehr schlechte Ehe gehabt oder beziehungsweise auch eine narzisstische Ehe gehabt. Und alles fing eigentlich sehr, sehr schön an. Ja, und ne, man war im Hafen gewesen, wir waren im Hafen und wir haben lecker getrunken und wir sind dann hinterher zu ihm nach Hause gegangen und ja, und da fing das Ganze mit Tyrium eigentlich an. Das war so die Anfangsszene. Und darauf entwickelte sich natürlich dann die Beziehung. Relativ schnell wurde geheiratet. Und der Punkt war gewesen, als ich dann wieder eine Begegnung hatte, mal nach Jahren, und diese Person hatte, ja, hatte im Urlaubsort, wo ich auch war, hatte dort eine Wohnung gemietet, ein Haus gemietet und hat dann gesagt, hey du, ich habe ein Haus gemietet, schön, ein schöner Ort, ne? Lass uns doch ein paar Tage da verbringen. Und dann habe ich gedacht, wow, ja, und auf einmal pushte dieses alte hoch und wir hatten noch darüber gesprochen, zum Hafen zu gehen. Und auf einmal war das, dieses zum Hafen gehen war nicht der Punkt. Aber als er mir jetzt dann gesagt hat, dass er ein Haus gemietet hat, damit wir nach dem Hafen wirklich ein schönes Haus, wo wir dann halt unsere Zeit verbringen können und so, weil wir waren halt an verschiedenen Punkten in diesem Land. Und das war sozusagen das Treffen, der Treffpunkt, wo wir uns dann halt wohl treffen wollten. Und dann habe ich in dem Moment pockte das direkt wieder hoch und ich habe gedacht, wow. Stopp mal, Hafen, wo, Haus, ne, also ne, gemeinsam dann. Und dann kam das Ganze wieder hoch, was vor Jahren da eigentlich weg gewesen ist. Und das sind Leute, das sind Verletzungen, die irgendwo in irgendeiner Ecke von deinem Herzen irgendwo noch drin sind. Das ist nicht ganz verheilt. Es wurde nicht weggetragen, nicht abgetragen. Da ist noch ein Restkern. Und das Erste, was bei mir kam, war dieses Ablehnung. Erstmal so, oh, nee, also, oh, wenn das, und dann wird das wieder so, und wenn das wieder so wird, na, dann kommen die Gedanken, die da reinschießen. Nur durch diese Verletzung, die noch im Herzen nicht bearbeitet wurde. Und Leute, ich kenne das selber, wie gesagt, ich spreche immer über Dinge, die ich ja auch selber durchgekaut habe, ja, und deswegen breite ich diese Themen manchmal auch so aus, weil ich selber erlebt habe. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, erstmal unser Herz vollständig zu heilen. Und wenn wir merken, ja, ich meine, wenn es schon zu spät ist und du merkst, wow, da sind noch Anteile aus einer alten Geschichte, fange an, sofort dein Herz zu heilen. Gehe hin und nehme dir eine Zeit für dich und fange an, dich darauf zu konzentrieren, mit Meditation, mit irgendwelchen Frequenzen, wo du in die Entspannung kommst, wo du meditativ diese Dinge abgibst ans Universum, ja, dich bedankst, dass sie da waren und sagst, sie dürfen jetzt gehen, ja, egal wie schmerzhaft sie sind, immer bedanken und sagen, es ist, sie dürfen jetzt gehen. Dich davon verabschieden, dem Universum reichen, ja, damit dein Herz, damit alles klar wird und alles wieder verheilt. Ja, ganz wichtige Sache. Jetzt möchte ich eine weitere Karte hier haben. So, liebes Universum, ich hätte gerne noch eine weitere Karte, noch eine Karte für das Verständnis, für das, was jetzt hier wichtig wird, für die Botschaft, für meine Abonnenten, für meine Zuschauer. Was haben wir hier noch zu sagen? Da haben wir sie. Ja, hier geht es darum, etwas zu verbinden. Und das Erste, was ich hier sehe, ist, Herz und Kopf verbinden. Den ersten Impuls, den ich hier reinbekomme vom Universum, ist zu verbinden Herz und Kopf. Dein Kopf oder dein Herz ist ohne Kopf abgeschnitten. Ja, weil die beiden zusammenlaufen. Deine Gedanken und deine Emotionen formen deine Identität. Ja, weil sie kreieren dein Handeln. Und
Das Verbinden heißt, dass du bewusst, ja, hier, das Herzheilen, das sind alles bewusste Aktionen, die kommen. Ja, bewusst in die Heilung gehen, bewusst deine Gedanken mit deinem Herz verbinden, bedeutet, du musst jetzt ganz klar dir, am besten in Meditation, aber auch so, wirklich den Gedanken machen, es ist vorbei. Ich bin nicht mehr in dieser Situation. Das Ganze ist nicht mehr aktuell. Und die Zukunft darf kommen. Etwas Neues darf entstehen, denn das Alte ist vergangen. Neues kann kommen. Ja, sich bewusst diese Gedanken machen. Damit veränderst du deine Emotionen. Denn dadurch wirst du leichter. Deine Emotionen werden sozusagen freudiger, sie werden freier, du bist nicht mehr in diesem Gefängnismodus, ja, weil immer wenn wir uns an unsere Schmerzen, an unsere schlechten Dinge erinnern, die uns zuteil wurden, in dem Moment sind wir in so einem Schmerz, in so einem Käfig, ja. Also, wir werden freier, ja. Ganz wichtiges Thema hier für jemanden in die Befreiung gehen, in die Heilung zu gehen, im Herzen die Gedanken mit dem Herz verbinden, eine neue Form bilden, kreieren, ein neues Selbst kreieren, nämlich das gesunde Selbst, indem wir unsere Gedanken verändern und automatisch werden wir uns freier fühlen, freudiger fühlen und ja, die Liebe kann hineinkommen. So, jetzt wollen wir noch mal schauen. Jetzt möchte ich gerne noch im Tarot schauen, was haben wir da? Die mache ich mal weg. Ich mag das nicht, wenn es so im Bild reinragt. Liebes Universum, ich hätte jetzt gerne das Tarot für. Nein, das war ich. Die dürfen bleiben, aber die war ich hier. Was darf ich hier sagen für eine Person, was hier damit zusammenhing? Die lassen wir alle. So, okay. Die sind zusammengefallen. Die waren zuerst, dann kam das. So, was habe ich hier? Ich habe Ritter der Schwerter. Na, hier ist die Klarheit. Hier ist die Klarheit zu sagen, okay, hier ist jemand, der Worte mächtig. Hier ist jemand, der dir sozusagen klar macht. Ja, was er möchte von dir, mit dir. Das ist jemand, der geht nicht außenrum, ja, sondern der geht ganz gerade. Hier ist die Kommunikation, hier ist der Wandel auch. Ja, das Schwert ist Luft und Luft steht immer für Wandel. Ja, mal haben wir Wolken, mal haben wir Sonne. Ja, dann gehen die Wolken weg. Ne? Wir haben dicke Wolken, wir haben kleine Wolken, wir haben dunkle Wolken, wir haben helle Wolken. Also es ist immer auch ein bisschen im Wandel, wird hier angezeigt. Also hier steht die Klarheit und der Wandel im Vordergrund. Dann haben wir der König der Kelche. Also hier können wir davon ausgehen, hier ist für dich eine Zeit der Gefühle. Ja, hier kommt der Wandel. In dem Moment, wenn du natürlich dein Herz geheilt hast, kommt hier der Wandel, nämlich der König der Kelche. Ein gefühlvoller Mensch, jemand, der emotional weich ist, jemand, der emotional auch empathisch ist, freundlich ist. Es kann sein, dass es sich hier um ein Wasserzeichen handelt, muss aber nicht. Es kann einfach auch nur auf die Gefühle hin sein. Das ist jemand, der auch Verständnis hat. Aber jetzt kommt der Punkt, Verständnis schon, aber nicht hier, um dir wieder dein Opferdasein, deine Opferidentität zu nähren. Nein. Wenn das passiert, ist das Ding durch. Da kannst du von ausgehen. Also, du musst schon weggehen von dieser Opfersituation. Lasse das nicht mehr nähren. Ich weiß, dass es
dass wir immer gelernt haben, so gesellschaftlich oder generell, wenn ich ein Opfer bin, dann hat man mich mehr lieb oder ich werde getröstet und ne, man schleimt so um einen rum, aber das ist keine echte Liebe, Leute, das ist Mitleid. Deswegen musst du aus einer Opferhaltung immer rauskommen. Sei niemals das Opfer für eine Person. Geh niemals hin und sag, der hat mir so weh getan, der hat dies und das gemacht und man hat mir so und so und so. Weil, ja, es würde nur bei deinem Gegenüber Mitleid kommen. Das ist keine echte Liebe. Eine echte Liebe geht auf deine Persönlichkeit, auf deine Identität, auf das, was du bist, auf dein Intellekt, auf die Art und Weise, wie du handelst. Ein Opfer will niemand haben. Niemand möchte ein Opfer haben. Man geht hin und sagt, ja, das ist schlimm, ja, das ist okay, aber das ist keine echte Anerkennung und keine echte Liebe, Leute. Ihr dürft das nicht verwechseln. Aus einer Opferhaltung muss man immer rauskommen. Heile dein Herz, aber gehe nicht hin und sei Opfer für andere. Na, sie werden es nie wirklich in einer wahren, echten Liebe halten. Im Gegenteil. Ja, dann heißt es hinterher, du bist bedürftig. Warum, wenn man dir so wehgetan hat, bist du bedürftig nach echter Liebe und so. Die legen das alle noch, man wird das negativ auslegen, weil es ist keine echte Liebe, die wir bekommen. Wir bekommen nur Mitleid. Ja, und diese Leute wissen auch, dass sie dich nur damit füttern, wenn sie dir diese Anerkennung, Liebe geben. Dieser hier möchte dir echte Gefühle geben. Er hat keine Lust auf Opferbereitschaft, also auf Opferfütterung. Ganz wichtiger Part. Du wirst ihn verlieren, wenn du weiter in deiner Opfermentalität drin hängen bleibst. Ja? Ich habe hier den Pagen der Münzen. Der Page der Münze ist, ja, es kann sein, dass derjenige ist zwar ein König, aber der ist jünger als du. Also ich habe hier eine jüngere Person und diese Person ist auch sehr einfühlsam. Es ist jemand, der seine Realität selber noch erschaffen möchte. Ja, auch wenn ich hier den König der Gefühle habe, ja, auch wenn ich den König der Kelche hier habe, ne, der König der Gefühle, der empathisch ist, freundlich, liebevoll, dies und das, ist er trotzdem noch eine junge Person, ein jüngerer Mann, der sich seine Realität noch erschaffen muss, ja, weil er gerade damit anfängt. Und diese Person ist sich bewusst allem, was zum Wachstum beiträgt. Und so ein bisschen ist er auch in der Haltung, dass er sagt, er mag es auch, wenn man ihn so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal nicht bemuttert, aber so ein bisschen noch so führt und leitet. Ja, also er ist noch nicht ganz abgekapselt aus diesem Wachstumsdingen, ja, weil er eben einfach noch jünger ist und was nicht heißt, aber er möchte halt, das ist jemand, der möchte seine Zukunft erschaffen. Er ist gerade dabei, seine Zukunft zu erschaffen, ja, und auf den einen oder anderen Weg hält er noch mal an und hat noch was anderes im Kopf, ja. Also als Person jünger als du erschafft sich gerade seine eigene Welt. Möchte gerne Stabilität. Ein gefühlvoller Mensch, sehr gefühlvoll. Also, das ist jemand, der wirklich auch fühlt. Und da ist eben die Gefahr, wie ich vorhin sagte, ne, wenn du in dieser Opfermentalität bleibst, weil es ist eine sehr fühlende Person. Und oftmals haben wir das Gefühl, wenn wir jemanden kennenlernen, der sehr fühlend ist und mitfühlend ist, dass wir uns dann gerade nochmal öffnen und der Person nochmal erzählen, wie schlimm doch alles war und was man nicht alles erlebt hat, damit man nochmal so diese, ja, ne, diese schleimiges Mitgefühl kriegt. Es ist so, ich kenne das selber, Leute. Ich weiß selber, worüber ich hier rede. Ja, ich war lange Zeit in dieser Haltung und mir wurde ganz brutal die Augen dann geöffnet und dementsprechend weiß ich, warum ich das hier sage. Weil es muss nicht sein, dass du Jahre drin hängst, ja, und irgendwas wieder kaputt geht, sondern ich möchte, dass du wirklich dauerhaft und präzise in einer vernünftigen, auf einer gleichen Ebene Beziehung enden wirst. Dann haben wir hier ganz viele Karten aufeinander. Das ist eine Story hier.
Ja, ich habe hier auch das Krebszeichen. Entweder bist du jetzt Krebs oder dein Gegenüber ist Krebs. Das ist das, was ich auch hier sagte. Es kann sein, dass es ein Wasserzeichen ist. Also es kann sein, dass er derjenige ein Wasserzeichen ist, Krebs. Ja. Du hast lange Zeit, durch diese Verletzung hast du lange Zeit nicht wirklich viel angenommen. Ja, das heißt, du hattest Schmerz, du hattest Verwundung. Natürlich sind wir dann vorsichtiger und wollen nicht sofort jemanden an uns ranlassen. Und wenn er natürlich jetzt hier kommt, und du dein Herz geheilt hast, ist das eine ganz andere Situation. Aber in der Vergangenheit war es so, dass du nicht unbedingt jemanden an dich rangelassen hast. Du hast eher Abstand dazu gehalten, als jemanden direkt in dein Leben einzuladen. Ich habe den Pagen der Kelche. Also auch hier wieder. Ja, wenn wir verletzt werden, haben wir so eine Kindheitsmentalität. Wir sind nicht so, wie soll ich das sagen, nicht so erwachsen, sondern in dem Moment, wenn wir verletzt sind, fallen wir in einen Kindheitsmodus. Wir weinen, wir haben Gefühle von Minderwertigkeit, wir fühlen uns klein und man ist sehr vorsichtig, man ist sehr leise. Ja, diese Dinge. Und das ist halt einfach dieser Page. Page der Kirche. Ich halte noch meine Gefühle zurück. Ich bin noch nicht so an dem Punkt, wo ich sie geben kann. Ja, obwohl wir erwachsen sind, haben wir jetzt das Gefühl, ne, ich weiß nicht mit meinen Gefühlen, ja, weil sie sind immer noch im Hin und Her, ja, weil sie einfach geheilt werden müssen noch an manchen Stellen, ja. Ich habe die 10 der Schwerter, ja, 10 der Schwerter, ganz klarer Fall, wissen wir, ne. Hier haben wir den Zusammenbruch gehabt. Also es ist schon so, dass hier genau deine Vergangenheit auch drinsteckt. Ja, du bist hier so verletzt, dass du am Boden liegst. Du bist so verletzt, dass du versuchst, dich zu schützen. Ja, aber auch durch diese Situation wirst du jetzt jemand, der erkannt hat, was richtig ist und was falsch ist. Wir wissen alle, wenn wir verletzt wurden auf die richtig harte Weise, wissen wir alle, worauf wir demnächst nicht mehr schauen wollen. Wir wissen genau, worauf wir achten. Wir werden schlauer. Ja, das heißt, eine Person, die ähnlich tickt wie die Person, die uns verletzt hat, hat bei uns keine Chance mehr. Also, ne, wir sind zwar am Boden, aber gleichzeitig schützen wir uns, ja, vor nochmal dieser Situation. Die 2 der Kelche. Eine Person, die darauf wartet, dir seine Gefühle zu geben. Das ist hier, ne? Das ist hier ne? Der König der Kelche, Page der Münzen, ja? Der König der Kelche, der kommt und dir sein Kelch reichen möchte, ja? Und die 6 der Kelche, ne? Einfach mal wieder sehen, welche Möglichkeiten habe ich. Sich einfach mal wieder bewusst werden, was kannst du alles erschaffen, wenn du wieder bereit bist, in die Liebe zu gehen. Ja, was hast du denn nicht erschaffen, als du verletzt warst? Du bist nicht mehr offen gewesen. Du hast dich zugemacht, verschlossen vor den Möglichkeiten, die das Leben dir geboten hat. Du bist nicht mehr rausgegangen, froh und freudig, wie du früher mal warst, mit dieser Leichtigkeit. Ja, du bist nicht mehr so auf Menschen zugegangen, wenn Menschen dich verletzt haben, so nach dem Motto, alles ist cool. Nein, du hast aufgepasst, wie Menschen sind. Du hast erstmal dich ein bisschen mit Leuten ausgetauscht, hast sie kennengelernt, bevor du ihnen vertraut hast. So viele Möglichkeiten, die du nicht genutzt hast durch die Verletzung. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wieder bewusst drauf zu schauen, was habe ich hier für Möglichkeiten? Wie viel kann ich erreichen, wenn ich wieder in meine Gefühle komme, in meinen Emotionen bin? Und jemand möchte dir seine Gefühle geben.
Was mache ich, wenn ich diese Gefühle habe? Wo bin ich? Wo werde ich stehen? Ja, all diese Sachen, die werden wieder Raum nehmen. Ich kann wieder Gefühle zulassen. Ich kann mich wieder freuen. Ich kann mich glücklich fühlen. Ja, ich stehe morgens auf mit einem Schmetterling im Bauch. All diese Dinge werden wieder wichtig, wenn du diesen Kelch annehmen kannst. Auch das wieder nur, wenn du hier angefangen hast, dein Herz zu heilen. Und zu guter Letzt die 8 der Münzen. Ja, es steht eigentlich nur dafür, dass all das, was hier liegt, dass du diejenige sein musst, die dafür sorgt. Du bist der aktive Teil, der sich bewusst dafür entscheiden muss, sein Herz zu heilen. Und das passiert nicht einfach so, sondern indem wir aktiv daran arbeiten. Du wirst hier Arbeit daran haben, die ganzen Dinge und bewusste Entscheidungen zu treffen. So viele Menschen sind in einer, ich sag jetzt mal, in einer Mangelenergie, in einer Energie, einer niedrig schwingenden Energie. Ja, weil sie einfach nicht daran arbeiten, sich oder die Situation zu verändern. Ja, sondern es gibt so einen Spruch von, ich glaube, das war Hippokrates oder so. Ja, wenn du jemanden heilen möchtest, dann frage ihn erst, ob er geheilt werden möchte. Ja, weil viele halten immer noch an ihren Verletzungen fest. Warum? Weil sie in der Opfermentalität sich relativ wohlfühlen. Das hört sich jetzt ganz böse an, aber das ist so. Ja, viele Menschen wollen sich nicht verändern. Sie reden davon, sie beschweren sich davon und sie sagen, warum kriege ich nicht die Liebe und, weil sie nicht angefangen haben, ihr Herz zu heilen. Und solange du das nicht tust, wirst du nicht in deine neue Identität rein, in dieses neue Selbst reinkommen. Dann bleibst du auf diesem Punkt stehen und dann geht es nicht weiter. Ja, du musst aktiv daran arbeiten, indem du alte Gedanken, alte Emotionen loslässt, dich öffnest für das Neue. Du kannst nur erhalten, was du vorher abgegeben hast. Ja, du musst dich selbst opfern. Das opfern, was dich die ganze Zeit hier drin festgehalten hat. Ja, warum bist du immer noch in dieser Verletzung, obwohl es so lange schon her ist? Warum hast du aufgehört, genau darauf zu schauen, was dich damals so verletzt hat? Und einfach zu sagen, ich gebe das weg. Sich zu entscheiden, daran zu arbeiten. Mit positiven Affirmationen, mit positiven Gedanken, mit einer neuen Weltsicht. Ja? Stattdessen sitzen wir manchmal im Bett oder auf der Couch und wir reden die ganze Zeit zu uns selber. Boah, wenn ich mir überlege, was der damals gemacht hat, ey, ich weiß auch bis heute noch nicht, warum hat er das gemacht. Ja, solche Sachen. Weil du dir selber immer nur das Negative zusprichst, immer wieder. Oder du siehst eine Fernsehserie, da wird auf einmal eine Frau schlecht behandelt und du sagst, genau so war das bei mir auch. Und genau das habe ich auch durchlebt. Ja. Sprich es gar nicht mehr aus. Versuche in dem Moment nicht mehr das zu fühlen, sondern entscheide dich bewusst dafür, an etwas zu denken, was dir Freude macht und siehe weg von da. Gib diesem Wolf kein Futter mehr. Ganz wichtig. Fange an, diese Dinge zu heilen, indem du ihnen keine Energie mehr zulieferst. Ja, und dann kann jemand den Finger auf deine Wunde legen und es tut nicht mehr weh. Aber du musst daran arbeiten. Das ist ganz klar. Das ist bewusste Entscheidung. Und wir haben die bewusste Entscheidung. Ja? Denn wie gesagt, ich habe hier den König der Gefühle, den König der Kelche, der auf dich wartet, dir seinen Kelch zu geben. Mehr kann nicht kommen. Hier. Na, wo ist es? Hier. Ich habe den König der Kelche, der dir seinen Kelch reichen möchte. Und wenn du weiterhin da bist, dass du sagst, nein, ich halte meine Gefühle fest, ich will nicht wieder verletzt werden, das soll nicht wieder so werden wie damals, dann kann das nicht kommen, weil in dem Moment beschützt du dich so viel vor diesen Pfeilen, vor diesen
die ja gar nicht mehr kommen müssen. Du weißt doch gar nicht, ob du verletzt wirst oder. Du weißt es gar nicht. Aber in dem Moment, wenn du deine Gedanken schon so stark darauf richtest, kann das Universum nur sagen, ah, verletzt werden. Alles gut. Und schickt dir wieder eine Verletzung. Du bekommst das, was du denkst. Du bekommst das, du erschaffst dir deine Realität mit deinen Gedanken und mit deinen Emotionen. Und was passiert, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was uns damals zugestoßen ist? Natürlich, die Gefühle kommen wieder hoch. Wer kennt das nicht? Ich erzähle irgendjemanden von meiner narzisstischen Ehe und automatisch irgendwann kommt der Punkt, da kommen Tränen in die Augen. Und genau dieses fucking Teil, das muss weg. Hör auf, davon zu reden. Hör auf, dir das anzuschauen, was sowas. Kennt ihr das, diese Leute, die immer dieselbe Musik hören? Ja, bestes Beispiel, wie heißt sie denn, die Sängerin hier? Samra, ne? Mit diesem Verlierer. Ja? Oder wie heißt das? Verlieren, Verlierer oder so. Ja, immer diese Songs, ja? Und ich habe es nicht verdient und ich habe es nicht verdient. Ja? Immer wieder suhlst du dich in dieser alten Vergangenheit, die dir schmerzt, die dich hier niedergestreckt hat, immer wieder rein. Und du möchtest eigentlich eine glückliche Beziehung führen. Wie soll denn das funktionieren? Geht doch gar nicht. Es geht nicht. Du kannst nichts Positives bekommen, wenn du dem Universum nur Negatives lieferst. Ganz wichtiger Part, bitte. Ganz wichtiger Part. Ja? Also, du hast eine Person, die auf dem Weg zu dir ist. König der Kelche. Möchte dir sein Kelch reichen? Versuche wirklich daran zu arbeiten. Verbinde Herz und Kopf, indem du sagst, ja, meine Gedanken verändere ich und automatisch auch. Lässt du nicht mehr zu, dass diese Emotionen dich übermannen, dich überkommen. Verbinde Kopf und Herz und komme in deine neue Realität. Und du wirst den Kelch, den er dir gibt, mit Freude annehmen und du wirst Freude und Glück und Liebe erleben. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.